Die NPD fordert die Schaffung einer sozial gerechten Volksgemeinschaft, nicht nur in der Theorie, sie lebt sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch in der Praxis vor. In diesem Zusammenhang ist das bundesweit angelegte Projekt Deutsche helfen Deutschen zu verstehen, mit dem die NPD noch stärker als Macherpartei in Erscheinung treten will. Sie will die Probleme nicht nur anprangern, sondern auch an ihrer Lösung mitwirken. An mehreren Standorten und in mehreren Landesverbänden werden bereits soziale Projekte umgesetzt, um das Los der Menschen vor Ort zu verbessern oder gemeinschaftsstiftende Angebote zu schaffen. Einige dieser Projekte wollen wir Ihnen heute vor Ort vorstellen. Wir sind hier in Riese am Haus Wieland. Hier befindet sich bereits seit mehreren Monaten ein Sozialladen, in dem Kleidung, Kinderspielzeug und andere Gegenstände des täglichen Bedarfs an finanziell nicht so gut ausgestattete Landsleute ausgegeben werden. Das Projekt lebt natürlich von der Spendenbereitschaft. Der NPD-Landesverband koordiniert das Hilfsangebot und bringt die Menschen miteinander in Kontakt. Die gute Seele des Projekts ist Ines Schreiber, die Kreisvorsitzende der NPD in Meißen. Ja, also wenn ich durch die Straßen gehe und sehe, wie viele Menschen mit traurigen oder verbitterten Gesichtern rumlaufen, dann ist es mir einfach ein inneres Bedürfnis, ihnen helfen zu wollen, auf irgendeine Art. Und ich sehe, dass es immer mehr Menschen, unseren Landsleuten eben schlechter geht, sei es finanzieller Hinsicht oder weil sie einfach auch einsam sind, ist es ein weiterer Aspekt, wo ich sage, wir müssen irgendetwas tun. Also ich sehe hier eine sehr große Zukunft für die Soziale Aktion Sachsen, weil ich sehe, dass die Gemeinschaft hier vor Ort enorm wächst. Also das kann ich wirklich so behaupten. Und es ist ja auch so, wir politisieren ja die Menschen auch damit an. Sie kommen hierher, man redet darüber und somit lernen sie überhaupt erstmal, sich über die Politik Gedanken zu machen. Was mich hierher bewegt, das ist erstmal die Freundlichkeit, dieses Zusammenhalten und vor allen Dingen, was mir sehr viel Spaß macht, anderen Leuten helfen zu können, sie zu unterstützen in Nöten, gerade wie was Sachen anbetrifft oder andere Dinge, wo sie Hilfe brauchen. Und das macht mir eigentlich Spaß und ich mache das auch gerne. Auch im thüringischen Eisenach wird das Projekt Deutsche helfen Deutschen bereits tatkräftig umgesetzt. Hier wird Raum für Kinderfeste und Familienfeiern geboten. Regelmäßig finden kulturelle Veranstaltungen statt, die für alle Bürger offen sind. Auch hier ist das Ziel also, Gemeinschaftsangebote zu schaffen. Der Eisenacher Kommunalpolitiker Patrick Wieschke ist mit seiner Mannschaft vom Flieder Volkshaus darüber hinaus auch sozial engagiert, indem regelmäßig Spenden an die Tafel übergeben werden. Heute waren wir mal wieder hier an den Eisenacher Tafeln, wo sich bedürftige Menschen eben mit Lebensmitteln und dergleichen versorgen. Und wir haben heute hier wieder einige Spenden abgegeben, vor allen Dingen langhaltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und dergleichen. Das alles haben wir eben von verschiedenen Spendern zusammengetragen und eben auch von uns selber zusammenbekommen. Die NPD in Mecklenburg-Vorpommern führt bereits seit vielen Jahren in mehreren Regionen des Bundeslandes Kinderfeste durch. Das Angebot richtet sich explizit nicht nur an Mitglieder der Partei, sondern auch an alle deutschen Familien. Die Resonanz wurde in den vergangenen Jahren immer besser. Solche Feste sind eine gute Gelegenheit, sich hautnah ein Bild von der NPD zu machen, wie sie wirklich ist und nicht, wie die Medien die Partei gerne darstellen. Zunehmende Kinderarmut im ganzen Land. Nach Pfandflaschen suchende Rentner, grassierende Obdachlosigkeit in unseren Städten. All das gehört heute zu Deutschland. All das ist aber auch ein Armutszeugnis für unser vermeintlich reiches Land Deutschland. Die Probleme sind seit langem bekannt. In Sonntagsreden vergießen die Vertreter der herrschenden Parteien dann gerne Krokodilstränen, ohne die Probleme anzupacken. Die etablierten Parteien sind längst Teil des Problems geworden, weil sie das Geld für Fremde aus dem Fenster werfen, das in der Folge an anderer Stelle fehlt. Die Kampagne Deutsche helfen Deutschen der NPD ist keine Eintagsfliege, sondern auf Dauer angelegt, um an möglichst vielen Orten an der Lösung sozialer Probleme mitzuwirken. Wir wollen denen zur Seite stehen, die die Hilfe am meisten brauchen. Unsere Projekte sind einerseits ein Hilfsangebot, andererseits aber auch der Versuch, die Volksgemeinschaft im Kleinen vorzuleben, die wir im Großen eines Tages in ganz Deutschland verwirklichen wollen. Wenn Sie dieses Anliegen unterstützen wollen, können Sie sich vor Ort an bestehenden Projekten beteiligen oder im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ein eigenes Projekt umsetzen. Die Idee Deutsche helfen Deutschen lebt vom Mitmachen vieler Einzelner. Werden auch Sie darum jetzt aktiv.